Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, weil ich habe in der Moderation davor habe ich gesagt, jetzt kommt die Nachwuchsband Kellner. Das hört sich an, wir spielen mal in der Garage und haben gerade einen Schülercontest gewonnen. Aber ihr habt es ja, also Entschuldigung dafür, aber ihr habt es ja den On3, berichtigt mich, irgendwas, Newcomer des Jahres oder wie war das? Wir waren bei der On3 Startrampe, genau, und waren bei Bayern 3 mal Newcomer des Monats. Ich glaube sogar zweimal hintereinander oder 2 Jahre hintereinander. Gut, das ist ja dann schon was, oder? Ja, genau. Das ist saugeil. Also, die haben uns echt geholfen, die Jungs, muss man sagen. Merci. Ihr erinnert euch also noch an eure Ziehväter, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ohne Bayern 3 wären wir wahrscheinlich jetzt nicht da, wo wir im Moment sind. Und zwar bei McLook trifft. Wahrscheinlich auch. Also von daher, danke Bayern 3. Ja, Bayern 3 war das Sprungbrett zu RFL. So ist es. Wir plaudern so und wenn 5 Leute da sitzen, gell? Deswegen sind wir jetzt schon fast wieder am Ende angelangt, aber wir haben ja eine neue Rubrik. Ihr habt es auch mitgekriegt. McLook trifft seit dieser Sendung eine neue Rubrik. Jetzt kommt der flotte Fünfer. Keine Angst. Ein Idiot war. Jetzt gerade. Das kann ich ganz gut sagen, weil ich wieder mal der Erste bin, der die Frage beantworten muss. Und bitte, lies mal vor. Was war dein bisher größter persönlicher Erfolg? Erfolg, Erfolg. Du hast keinen Erfolg. Gut, wunderbar. So. Und bitte. Es tönt mich an. Oh, leck. Das ist eine sehr intime Frage, das glaube ich. Du, wie man sieht, da die sagen, ich meine. Was tönt mich an? Sagen wir mal beruflich, wenn heute Abend die Hütte voll ist und die Menschen toben, dann finde ich das sehr schick. Okay, gute Antwort. So, und dann als nächstes. Dieses hier. Was tönt dich ab? So die Kombination von einem blutigen Steak mit so einer Bierfahne. Gut, und jetzt eine Frage, da müsst ihr das Mikro mitten irgendwie halten, und zwar an alle. Und da könnt ihr euch jetzt auch beraten und da sage ich jetzt einfach mal, machen wir 20 Sekunden Antwortzeit. Und zwar, ich lese sie vor, falls es einen Himmel gibt, was würdet ihr dort oben gerne von Gott hören? Hey Leute, ich habe eine Zeit lang zugeschaut, wahnsinnig geile Mucke. Wann kommt eine neue CD oder Ja, so? genau. Ich habe ein Studio eingerichtet. Hat ja ganz schön lang dauert, ihr hättet seit einer Stunde Soundcheck. Genau. Okay, gut, dann wissen wir das. Dann würde ich sagen, danke, dass Kellner heute mein Gast war. Das war es auch schon wieder mit McLook trifft für diesen Monat. Aber ihr wisst es, jeden ersten Dienstag im Monat gibt es dieses Format. Ich hoffe, ich habe jetzt hier auch 4 fleißige Zuschauer gewonnen. McLook ist so toll, so wundervoll. Ich habe eine eigene Hymne. Schön.